mir am Ende die. Da ist es! Guckt mal, Freunde! Was wir gefunden haben! Ich bin natürlich selbst vor Freilichen gelaufen. Was? Ja, es tut mir leid. Also, ich wusste es doch. Wir sind richtig. Es gibt diese Dinger hier. Und ja, das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Das hatte ich nämlich mal gefunden. Und warum konnte ich hier nicht herkommen? Aus einem ganz einfachen Grunde. Ich hatte damals noch keine verzauberte Schaufel mit Glück. Denn nur diese Schaufeln können das Mycel, was hier fließt, abbauen. Ja. Und diese Insel hatte ich damals gefunden, als ich erkundschaftet habe. Wie, wo ist denn hier? Lang geht's so, hier sieht man das. Das sieht ja alles ein bisschen sehr strange aus hier. Guckt mal hier. Seht ihr das? Das ist mega strange eigentlich. Ja, mit der Schaufel können wir das ein bisschen abbauen. Auf Magic Mine hätte ich damit jetzt eine Goldgrube gefunden mit der Insel hier. Da war im Museum nämlich die Zahlungs-, also das Erfolgste, was es damit gab. Ja. Wir nehmen uns ja aber ein bisschen weg. Und es tut sich eh alles regenerieren. Weil Museum ja bekannterweise ein Pilzgeflecht ist, das sich ohne Unterbrechung ausbreitet, solange man es nicht stoppt. So. Auch so ein Pilz kann man mal mitnehmen hier. Ach, der tut sich gar nicht mehr zu sortieren. Der hat sich ja früher sortiert, der Pilz. Wenn man den kaputt gemacht hat, dann hat er sich in die einzelnen Teile sortiert, die er mal war. Aber anscheinend nicht mehr. Aber nur noch Pilz. Na gut. Was mich natürlich ein bisschen aufregt, dass ich die Pilzkühe gerne mitnehmen würde. Ich würde echt gerne so eine Pilzkuh mitnehmen. Wäre natürlich die Frage an die Zuschauer. Würdet ihr einverstanden sein dafür, dass wir das jetzt hier natürlich gefunden haben? Leute, seht ihr denn da hinten? Da hinten geht es auch gleich wieder los mit einer neuen Region. Weil bis hier hatte ich erkundet und weiter bin ich nicht gekommen. Deswegen tut sich da wieder eine neue Region bilden. Hier habe ich dann nämlich umgedreht, weil ich gesagt habe, okay gut, das macht hier keinen Sinn. Was ist das da hinten? Seht ihr das da hinten? Seht ihr das da? Was ist das? Jetzt bin ich neugierig. Das, seht ihr dieses dunkle Zeug da hinten? Was ist das? Ich kenne das auch nicht von hier. Hallöchen. Sind das Wasserräume? Lol. Hier sind einfach mal Wasserräume. Warum nicht?
Warum nicht? Na gut. Um uns jetzt hin, also den, gut, jetzt haben wir natürlich die Pilzinsel gefunden. Haben ordentlich Pilze mitgenommen, haben ordentlich Museen mitgenommen. Haben sogar einen Spawner entdeckt, unbeabsichtigterweise. So, ich freue mich. Ich freue mich hardcore. Jetzt können wir nämlich zu Hause auf jeden Fall Pilze anbauen, wo es uns beliebt. Wir können es jetzt im Zählfeld anbauen, so ganz normal. Könnt das da anbauen. Und können das dann einfach je nachdem, wenn wir mal ein Zähl brauchen, um einen Pilz anzubauen, einfach wegnehmen und anbauen. Ganz einfach. Ihr seht schon hier, das wächst wieder zusammen. Das ist alles absolut gar kein Problem. Ja. Dann baue ich mir mal. Eine Workbench, dann setze ich da mal ein Boot rein. Das wollte ich euch schon seit mehreren hundert Folgen sein. Wie gesagt, seit Folge 300 wollte ich euch das immer mal zeigen, dass es das gibt. Und jetzt haben wir endlich mal die Zeit genommen. Ich habe es total vergessen. Ich hätte das, hätte ich das mit dem Pilz jetzt nicht gewusst. Ich hätte das total vermasst. Ich hätte das nie wieder in Erwägung gezogen, diese Insel. Tschüss, Insel. Vielleicht sieht man sich noch mal wieder. Oh, wenn beide jetzt wiedersehen. Ach ja. So. Jetzt geht's aber zurück in die Heimat. Wir haben Ewigkeiten gebraucht, um das jetzt hier zu finden. Mussten auch mal kurz fliegen, leider. Aber sonst hätte ich das nie gefunden. Es kommt jetzt cool. Ich bin ein Barbar. Die Wikinger kommen! Scheißwasser! Yeah! Warte. Heiligenschein. Oh. Sieht auch sehr interessant aus da unten. Aber ist nichts für uns. Und auch da scheint es wieder Wasserlöcher zu geben, da drüben. Ja, ja, Minecraft und die Weltgeneration ist immer so eine Sache schon gewesen. Auch da überall Wasserbugs. Seht ihr, Alter, wie viele Wasserbugs das da drüben sind. Seht ihr das? Oh. Echt heftig. Und hier ist bei 3 Trilliarden Quallen. Auch hier Wasserbugs ohne Ende. Go, go, go. Wir fahren über die blaue See. Ich sing so schief, wie es nur geht. Und dann sind wir irgendwann zu Hause. Da sah ich schon die ersten schneebedeckten Gipfel. Hasse Wasser. Wasser scheiße. Na los, go, go. Bewege dich. Jetzt steuert er. Lol. Esel. Und ich habe Sattel, ich habe Sattel dabei. Ich will einen Esel. Boing. Esel. Kann ich die zähmen? Bam! Lass mich aufsteigen!
Hä? Ups. Ich war's nicht. Wie kann ich die Esel nicht sehen? Na gut. Dann lasse ich die Esel... Oh, Flieder. Ich mag Flieder. Ich liebe Flieder. Flieder sieht so geil aus. Also nicht nur in Minecraft, sondern auch prinzipiell finde ich Flieder ziemlich genial. Fand ich richtig sehr gut. Und es sollen jetzt irgendwie neue Biome hier sein, oder was? Höchstwahrscheinlich. Hier sind noch Margariten. Ich glaube zumindest, dass es Margariten sind. Hier sind noch einige Tulpen. Oh cool, das ist mal wenigstens gleich mal in einem neuen Biom. Warum denn nicht? Sieht sehr idyllisch aus, auf jeden Fall. Gefällt mir. Auch auf Facebook. Was? Keine Ahnung, wie es... Ich hatte letztens mit einem Kumpel so ein Gespräch mit Facebook. Und dass Facebook die Welt übernimmt und ja, seitdem ist alles auf Facebook. Ist auch wirklich so. Facebook übernimmt hier wirklich, es wird mehr momentan so... immer mehr zu einer Machtmetropole, meiner Meinung nach. Und ja, man sollte vielleicht aufpassen, wie weit das funktioniert. Und ab wann Facebook dann so mächtig ist, dass es die Weltherrschaft übernimmt und uns alle zu unwilligen Sklaven macht. Oder einfach nur die Preise hochtreibt. Obwohl ich das mit unwilligen Sklaven schon besser finde. Das hat mehr Stil. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir irgendwas Interessantes finden hier. Sieht eher weniger danach aus. Wir kommen hier schon in die allseits beliebte Eisgegend, All-Ice-Bucket-Gegend. Wer kennt sie nicht? Go, 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 hey, go, 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 hey. Go, 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 go. Lasst uns über den ganzen Eisberg laufen. Ja, es ist wahnsinnig spannend, deswegen muss ich irgendwas Sinnloses singen dabei. Um meine Spannung irgendwie aufrechtzuerhalten. Spannung pur. Sie ist hier und dort und gar nicht hier. Irgendwo Hubloho ist nicht bei dir. Das ist die Spannung pur. Frag mich, was hat sie vor? Zwischen Hügeln und Bergen tut sie sich verbergen. Wartet darauf, dass du Spaß mitbringst. Keine Ahnung. Keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Ich weiß, was ich tue. Ich bin anders. Oh. Wir laufen gerade am Nordpol entlang. Alter, wie schnell, seht ihr diesen übelsten Tag-Nacht-Wechsel, das mit einem Schlag sofort auftritt. Bin ich behindert? Hier waren wir... Moment. Ich bin genau falsch rumgelaufen. Oh nein. Tag-Nacht-Wechsel. Er verwirrt Menschen täglich wieder. Darum singen sie dann seltsame Lieder. Und laufen den ganzen Weg nochmal zurück. Ganzer Weg nochmal zurück. Ach, was hab ich für ein Glück. Da dumm da. Okay, und hier beginnt die neue Region. Man sieht es. Flup, neue Region. Ich was Besonderes. Bin auf der neuen Region. Yay. Yip. Yip. Yip, yip, aber. Yip. Go, go, go. Yip. La, 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 la. Also, es wird uns eine sehr lange und sehr nervtötende Heimreise verfolgen, denn ich werde singen. Lalilo!
oder meine Mondschalzü. Hui, hui, hui. Vor allen Dingen in 2 Tagen ist, oh, ich habe so viel zu tun eigentlich. Da muss ich jetzt noch gerade Minecraft aufnehmen. Minecraft ist so, Minecraft kannst du lange aufnehmen, wenn du irgendwo hinreist oder wenn du durch eine Hürde läufst, so Laufaktionen. Das kannst du ewig aufnehmen, ne? Da setzt du dich hin und dann nimmst du mal 3 Stunden auf, das ist kein Problem. Aber so 3 Stunden lang sich hinstellen und ein Haus bauen, das geht nicht. Du hast aber so einen Kopf dran. Und deswegen ist Minecraft bei mir meistens so ein Projekt, was ich zwar aufnehme, aber wirklich öfters machen muss. Und manchmal an den Zeitpunkten, wo ich es gar nicht brauche. Zum Beispiel, die letzten 4 Tage ist Minecraft wieder so, gerade so den Tag vorher aufgenommen worden. Genauso diese Aufnahme, die ich gerade tätige, muss morgen raus. Zwar nicht jetzt alles, natürlich schon die erste Folge von der ganzen Aufnahme, die ich heute gemacht habe. Aber das muss morgen schon wieder da sein, die erste Folge. Und das ist ein bisschen, momentan so, weißt du? Die Gablation ist kein Problem, weißt du? Da habe ich ein geiles Game und dann denkst du dir, oh geil, setze dich hin, hast das Game gerade gespielt und jetzt setze dich hin, tust es nochmal kommentieren. Das macht Spaß, du weißt, dass es richtig geil wird, du weißt, was du gemacht hast. Du musst dich einfach nur zurücklehnen, nichts drücken, vielleicht was trinken nebenbei und es kommentieren, das ist richtig lustig. Und Civilization, natürlich als neues Spiel, was ich ewig nicht mehr gespielt habe, macht natürlich auch momentan mega viel Spaß.